Ja, hallo, ich bin Egon Schmidt, der Autor von diesem Buch. Dieses Buch ist mir ein sehr großer Herzenswunsch, denn es ist ja ein exotisches Thema, was sich nicht unbedingt im Mainstream befindet und hohe Zugriffswerte oder hohe Verkaufswerte realisiert. Nichtsdestotrotz wollte es geschrieben werden, hat ganz fest in mir geschrien: Lass mich raus, lass mich raus. Ich möchte als allererstes dazu sagen, es ist weder ein Buch noch ein Film, irgendeine Art von Affiliate-Link, von konkreter Empfehlung, von einem Lieferant oder Klangschale oder Gong oder Gerät oder was immer auch. Das ist extra so gemacht, denn das Buch ist dafür gedacht, dass es auch Klangstudios, Schamanen, Klangschalenspieler und so weiter verwenden können, für ihre Kunden, um ihre Kunden aufzuklären, wie Klangheilung funktioniert und wie Frequenzheilung funktioniert. Drum ist keinerlei Empfehlung drin, denn vielleicht finde ich die Klangschale X gut und er selber Y oder er arbeitet lieber mit Gong und so weiter. Also das Buch ist für jeden geeignet, für Privatmann, aber mehr noch für Klangstudiobetreiber, für Klangheiler, für Klangschamanen, für Schamanen generell, für Trommler, für Didgeridoo-Spieler und so weiter und so weiter. Auslöser von diesem Buch war, dass ich in Zeiten von C, ich will das Unwort gar nicht aussprechen, von C und dieser unsäglichen C-Spritze, die will ich jetzt auch gar nicht Impfung nennen, viel mit den Menschen zu tun hat, die massive Probleme hatte. Massive Probleme meist mit einem oder mehreren Organen. Zum Beispiel, dass die Nieren oder die Leber ganz schlecht arbeiten oder das Herz zu Entzündung neigt oder was immer auch. Und ich hatte ja schon immer ein Satz Organstimmgabeln. Das heißt, wo man mit einer Stimmgabel ein spezifisches Organ unterstützen und heilen kann. Und ich habe diese Organstimmgabeln bespielt für diese Menschen, kostenlos und ehrenamtlich, teilweise sogar ausgeliehen, gesagt, nimm sie mit nach Hause und spiele ein oder zwei Wochen. Und in allen Fällen trat Besserung an. Drum habe ich in meinem YouTube-Kanal, das ist im Buch verlinkt, alle wesentlichen Organfrequenzen, die in den Stimmgabeln sind, als Meditation aufgenommen für dieses Organ und habe es kostenlos zum sich selbst bespielen angeboten. Ja, dazu muss man natürlich berücksichtigen, dass Organ im Sinne von Zellklumpen, also quasi Zellen, die sich organisieren, um eine gemeinsame Aufgabe zu erfüllen, das Wort Organ in Übersetzer eingegeben, heißt ja auch Orgel. Das heißt, die Sprache impliziert ja schon, dass wir kleine Orgeln, Organe in uns haben, die eine dezidierte Stimmung abgeben. Ja, ich habe für diese Organfrequenzen, für diese Frequenzheilung, die ich bei YouTube gemacht habe, sehr, sehr gutes Feedback bekommen, dass wirklich die Nieren oder die Leber oder was immer auch gestärkt und entlastet wurde. Und das hat mich ermutigt und motiviert, das weiterzumachen, weil leider nicht jeder Mensch die Möglichkeit hat, das selbst zu tun. Und das hat mich auch dazu motiviert, dieses Buch zu schreiben. Heute ist Montag, der 4. November, und das Buch ist jetzt für 3 oder 4 Tage umsonst. Bitte ladet's euch, auch wenn es ihr erst später lesen wollt. Das Buch basiert auch auf dem uralten Buch aus den Veden, die Nada Brahma, die Lehre vom Klang, ist auch verlinkt. Wenn ihr das nicht kennt oder nie davon gehört habt, dann würde ich euch dringend empfehlen, das zu lesen. Denn das ist ein viele tausend Jahre altes Buch, eine Weisheit, die
darstellt, wie Klang auf uns wirkt. Des Weiteren gilt es zu berücksichtigen, dass zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg alle Kirchenglocken abgehängt und entfernt wurden. Und es wird uns erzählt, ja, man hat das Metall gebraucht für Waffen und so weiter. Das ist blanker Unsinn, denn eine Glocke besteht aus einem sehr weichen Material, meistens Bronze. Und Bronze kommt nirgendwo in der Waffenproduktion vor. Das Ganze hatte den realen Hintergrund, weil eine Glocke auch vermag, die Community, die Gemeinschaft, die Dorfgemeinschaft, die Stadtteilgemeinschaft zu verbinden, zu einen, zu heilen, zu harmonisieren, in eine bestimmte Frequenz zu bringen. Deshalb wurden im Krieg die Glocken abgehängt, nicht weil man mit diesem weichen Metall, meist Bronze, irgendetwas in der Waffenindustrie anfertigen konnte. Ich selbst bin ja auch ausgebildeter Klangschamane. Ich spiele Klangschalen und Gong und Didgeridoo und für mich selbst auch Synthesizer und Mundharmonika und so weiter. Und ich möchte euch mal sagen, ich bin ja auf der einen Seite ein Mensch, der natürlich sich der Tradition verpflichtet fühlt, aber eben nicht nur. Es ist doch letztendlich einem Klang egal, woraus er entsteht. Ein C ist ein C. Ob du es auf der Gitarre oder auf der Geige oder auf der Querflöte spielst, ein C ist ein C. Punkt. Ende. Eine Heilfrequenz ist eine Heilfrequenz, ob sie auf einer Klangschale vom Hess kommt oder auf einer Klangschale nach Adalys Wolf oder auf einer anderen, spielt gar keine Rolle. Das hat mich dazu ermutigt, mich auch intensivst mit dem Didgeridoo zu beschäftigen. Das Didgeridoo ist ja eigentlich gar kein Instrument. Es ist ja technisch gesprochen eine Resonanzröhre, ein Verstärker für die Geräusche, die dein Körper macht, sprich deine Stimmbänder, dein Mund, deine Zunge und so weiter. Das Didgeridoo ist original und traditionell aus Australien kommende, von den Termiten ausgehöhlter Baumstamm. Den habe ich natürlich auch. Ich habe zwei original termitische ausgehöhlte australische Didgeridoos. Aber irgendwann kam die Idee, es ist doch dem Klang egal, ob er jetzt von einer Birke, von einer Termiten ausgehöhlten Eukalyptus, von einer Buche oder von einer Ahorn verstärkt wird. Und ich habe angefangen, heimische Hölzer für Didgeridoo-Bau zu verwenden und habe das Spiel synchronisiert mit dem keltischen Baumkalender. Das Wind gerade die Energie des Ahorn ist oder der Buche oder der Eiche. Und ich wollte aus therapeutischen Gründen jemand bespielen. Dann habe ich diesen Baum genommen und siehe da, oh Wunder, die Wirkung ist noch stärker, noch besser, noch heilsamer. Ja, wenn ihr Klang macht, sprich Klangschalen, Gong, Didgeridoo spielt, ein Klangstudio betreibt, schamanische Arbeit, Trommeln baut, Trommel spielt, Djembe spielt, auch wenn ihr klassische Musik macht, ist es auf jeden Fall ein Muss, dieses Buch zu holen. Ihr müsst es ja nicht kaufen, ihr könnt es zu Zeitpunkten, wo es umsonst ist, holen. Wenn ihr ein Klangstudio habt, ist es auch Pflicht, dieses Buch zu holen. Es ist ja dafür vorgesehen, dass ihr es auch mit eurem Stempel und eurem Aufkleber versehen könnt und euren Kunden geben, zum Beispiel für die dritte oder fünfte Klangsession, weil ja mit dem Kunde immer was geschieht und dass er auch versteht, wie die Klänge bei ihm wirken. Dazu gibt es auch ein Kapitel über die Clark-Frequenzen. Die Clark-Frequenzen dienen ja speziell Hulda N. Clark, eine Medizinerin im klassischen Sinne, also eine Doktorin, hat herausgefunden, dass jeder Parasit und jede Krankheit im Menschen eine spezifische Frequenz hat.
Und jede Krankheit und jeder Parasit geht natürlich wie immer zwei Frequenzen mit einer Frequenz in Resonanz. Das heißt, Frequenzen gehen niemals achtlos aneinander vorbei, sondern haben immer eine Resonanz, sprich schaukeln sich auf, ergänzen sich, löschen sich und so weiter. Da gilt es zu berücksichtigen, was ist ein Tsunami? Ein Tsunami ist eigentlich nur eine Resonanz von zwei Wellen, wo Wellenberg auf Wellenberg kommt und sich somit die Wellenhöhe vervierfacht. Also ein Aufschaukeln der Frequenz. Moderne Flughäfen, insbesondere im asiatischen Raum, die ja moderner Technik mehr gegenüberstehen, mehr offen sind als wir, haben eine Schalldämpfung, die wie folgt funktioniert. Da startet ein Jumbojet, der 4x 140 bis 150 Dezibel Lautstärke aus den Triebwagen rausbrüllt und ihr hört fast gar nichts. Nur ein leises Säuseln, wie wenn ein Elektroflugzeug startet. Das Ganze liegt daran, dass im asiatischen Raum neue moderne Flughäfen in die Start- und Landebahn eingebaute Mikrofone haben und links und rechts der Start- und Landebahn große, starke Lautsprecherbatterien, die das Geräusch, was der Jumbo macht, wiederholen, um eine Phase versetzt, sodass Wellental auf Wellenberg kommt. Damit ist es im Prinzip ein leichtes Säuseln, ein leichtes Surren und damit funktioniert Schalldämpfung. Also lange Rede, kurzer Sinn, sich mit Schall, mit Tönen, mit Frequenzen zu beschäftigen, ist in eurem Sinne, denn alles ist Frequenz und es hat ja auch einen Grund, warum das im Mainstream nicht gelehrt wird, in Europa. Es gibt schon Länder, wo das gelehrt wird, aber in Europa ist das medizinische System zu stark mit Pharma und so weiter verbandelt, über Kartelle und Bruderschaften und Logen und so weiter, so dass Alternativmedizinisches gerne unterdrückt wird. Das erkennt ihr ja auch daran, dass es Bemühungen gibt, die Homöopathie zu unterdrücken. Was ist denn Homöopathie? In dem Globally ist doch, ist offizielle Lehre, überhaupt kein Wirkstoff drin oder in so geringer Menge, dass er nicht messbar ist. Warum wirkt Homöopathie trotzdem? Weil die Schwingung drin ist, die Information des Wirkstoffs und auch ein Globuli ist eine Informationsübertragung. Du überträgst die Information von Belladonna oder Annika oder Nux Vomica. Ja. Und wenn schon Informationsübertragung, Schwingung, heilt, wenn es über ein 1 mm großes Zuckerkügelchen passiert, ist es schon mutig anzunehmen. Es geschieht nicht, wenn du dich in ein Resonanzfeld über gute Lautsprecher oder ein Kopfhörer von einer heilsamen Schwingung gibst. Lange Rede, kurzer Sinn, holt euch dieses Buch. Lest dieses Buch, auch wenn ihr es jetzt nicht lesen könnt oder lesen wollt, weil ihr gerade beruflich eingespannt seid, holt es jetzt, wenn es gratis ist und empfehlt es, wenn ihr es gelesen habt und wenn es euch gut tut, tut mir bitte auch bei YouTube eine Sternenbewertung geben und folgt bitte auch den kostenlosen Links im Buch zu meiner YouTube Frequenz heiligst. Das heißt, wenn du Leberprobleme hast, du kannst doch nichts verlieren, wenn du dir Kopfhörer drauf tust und tust zweimal täglich 10 Minuten Leberfrequenz Meditation einziehen. Du hast nichts zu verlieren. Selbst die 10 Minuten Zeit verlierst du ja nicht, weil ja nicht nur die Leberfrequenz ist, sondern das auch mit schöner Instrumentalmusik und hinterlegt ist. Damit kannst du dich chillen und entspannen. Also probieren geht über studieren. Nicht nur debattieren, sondern selbst an dir fühlen und
Angebot an euch. Ich bin ja als Informatiker technisch gut versiert und habe reichlich Möglichkeiten. Audiotechnik, Oszillatoren, Schwingungsgenerator, Aufnahmetechnik und so weiter. Solltet ihr ein spezifisches Leiden haben, wofür es eine Reif- oder Klagfrequenz gibt, aber die noch nicht auf meinem Kanal ist, bitte schreibt mir eine E-Mail, wenn es meine Zeit erlaubt, und die wird es irgendwann erlauben, vielleicht nicht sofort, dann mache ich so eine Meditation, denn mein Wunsch und meine Motivation ist zu helfen und zu heilen. Und alles im Leben hat einen Wert. Nicht alles im Leben hat einen Preis. Drum sage ich ja nicht, du musst mir 40 Euro geben, wenn ich dir so eine Frequenzmeditation mache. Ich sage, die Spirits, die Ahnen, die Götter, die Engel sehen das, dass ich aus guter Motivation etwas tue für die Mitmenschen, sprich heilsam und konstruktiv arbeite im Sinne des Wetters, und an anderer Stelle führt das garantiert dazu, dass mich das Leben, die Spirits, die Götter, die Engel, die Ahnen begünstigen. Es gibt immer im Leben für alles einen Ausgleich. Nicht unmittelbar und sofort, aber der kommt. Und darum tut es gerne für euch. Ihr braucht zum Beispiel eine Organfrequenz, die es noch nicht auf meiner YouTube-Playlist gibt. Schreibt mich an, ich werde es bei Gelegenheit machen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich an, ich beantworte die gerne. Wenn ihr das Buch als Taschenbuch oder als Hardcover-Buch lesen wollt, dann kauft es, lest es, empfehlt es. Ich möchte dazu noch sagen, dass bei mir der Inhalt immer gleich ist. Das heißt, E-Book, Taschenbuch und Hardcover-Buch hat dieselbe Inhalt. Die Seitenanzahl-Differenz resultiert nicht aus anderem Inhalt oder gekürzten Inhalt, sondern aus anderem Seitenformat und anderer Formatierung. Das Taschenbuch ist immer dafür gemacht, um billig und erschwinglich zu sein. Kurzum, es ist auf Recyclingpapier gedruckt, in Schwarz-Weiß, um erschwinglich und billig zu sein. Das Hardcover-Buch ist immer dafür gemacht, schön und wertig zu sein, auf Premiumpapier, in Farbdruck. Damit wird es natürlich teurer, aber es ist auch schöner. Je nachdem, was ihr wollt, wollt ihr es umsonst, Taschenbuch, Kindle, E-Book. Wollt es günstig, Taschenbuch, wollt es schön und wertig, gedrucktes Hardcover-Buch. Ja, in diesem Sinne, euer Autor Egon Schmidt. Danke, danke, danke. Gehabt euch wohl. Und wie ihr ja wisst oder auch nicht wisst, habe ich ja genügend Messinstrumente zu Hause. Das führende Messinstrument, welches unglaublich gutes, ehrliches Feedback gibt und vor allem total unvoreingenommen empfänglich für Schwingungen ist, ist ein Kind. Lass mich nicht die Zirdu spiele oder den Madodam spiele oder Gong oder was immer, kommt meine kleine Tochter und legt sich in das Feld des Instrumentes, um quasi ein Klangbad zu nehmen. Wenn ihr gute Lautsprecher habt, könnt ihr ja auch das mit eurem Kind versuchen. Ihr könnt eurem Kind ein Klangbad zukommen lassen. Ihr könnt auch einen guten Musiklautsprecher oder Kopfhörer nehmen. Ich sage bewusst, guten Musikkopfhörer, denn so ein Skype-Headset oder so in der Größenordnung 10 Euro China-Ramsch tut manchmal untere und obere Frequenzen nicht sauber darstellen und die wird die Wirkung, ich sage jetzt mal, nicht eliminiert, aber minimiert, weil nicht frequenzstabil. Also gönnt euch wenigstens einen ordentlichen, guten, stabilen Kopfhörer, zum Beispiel von dem deutschen Hersteller Sennheiser. Die gibt's ab 30 Euro. Ich meine, 30 Euro habt ihr auch rucki zucki Zuzahlung in der Apotheke. Da könnt ihr euch auch einen guten Musikkopfhörer oder Headset holen von Sennheiser oder andere und könnt die Wirkung der Klangfrequenz besser, stärker in euch reinlassen. In diesem Sinne,
Alles ist Liebe, euer Autor Egon Schmidt. Danke, danke, danke. Ja, hallo, ich bin Egon Schmidt, der Autor von diesem Buch. Dieses Buch ist mir ein sehr großer Herzenswunsch, denn es ist ja ein exotisches Thema, was sich nicht unbedingt im Mainstream befindet und hohe Zugriffswerte oder hohe Verkaufswerte realisiert. Nichtsdestotrotz wollte es geschrieben werden, hat ganz fest in mir geschrien, lass mich raus. Ich möchte als allererstes dazu sagen, es ist weder im Buch noch im Film irgendeine Art von Affiliate-Link, von konkreter Empfehlung, von einem Lieferant oder Klangschale oder Gong oder Gerät oder was immer auch. Das ist extra so gemacht, denn das Buch ist dafür gedacht, dass es auch Klangstudios, Schamanen, Klangschalenspieler und so weiter verwenden können für ihre Kunden, um ihre Kunden aufzuklären, wie Klangheilung funktioniert und wie Frequenzheilung funktioniert. Drum ist keinerlei Empfehlung drin, denn vielleicht finde ich die Klangschale X gut und er selber Y oder er arbeitet lieber mit Gong und so weiter. Also das Buch ist für jeden geeignet, für Privatmann, aber mehr noch für Klangstudiobetreiber, für Klangheiler, für Klangschamanen, für Schamanen generell, für Trommler, für Didgeridoo-Spieler und so weiter und so weiter. Auslöser von diesem Buch war, dass ich in Zeiten von C, ich will das Unwort gar nicht aussprechen, von C und dieser unsäglichen C-Spritze, die will ich jetzt auch gar nicht Impfung nennen, viel mit Menschen zu tun hat, die massive Probleme hatte. Massive Probleme meist mit einem oder mehreren Organen, zum Beispiel, dass die Nieren oder die Leber ganz schlecht arbeiten oder das Herz zur Entzündung neigt oder was immer auch. Und ich hatte ja schon immer ein Satz Organstimmgabeln. Das heißt, wo man mit einer Stimmgabel ein spezifisches Organ unterstützen und heilen kann. Und ich habe diese Organstimmgabeln bespielt für diese Menschen, kostenlos und ehrenamtlich, teilweise sogar ausgeliehen, gesagt, nimm sie mit nach Hause und spiele ein oder zwei Wochen. Und in allen Fällen trat Besserung an. Drum habe ich in meinem YouTube-Kanal, das ist im Buch verlinkt, alle wesentlichen Organfrequenzen, die in den Stimmgabeln sind, als Meditation aufgenommen für dieses Organ und habe es kostenlos zum sich selbst bespielen angeboten. Ja, dazu muss man natürlich berücksichtigen, dass Organ im Sinne von Zellklumpen, also quasi Zellen, die sich organisieren, um eine gemeinsame Aufgabe zu erfüllen, das Wort Organ in die Übersetzer eingegeben, heißt ja auch Orgel. Das heißt, die Sprache impliziert ja schon, dass wir kleine Orgeln, Organe in uns haben, die eine dedizierte Stimmung abgeben. Ja, ich habe für diese Organfrequenzen, für diese Frequenzheilung, die ich bei YouTube gemacht habe, sehr, sehr gutes Feedback bekommen, dass wirklich die Nieren oder die Leber oder was immer auch gestärkt und entlastet wurde. Und das hat mich ermutigt und motiviert, das weiterzumachen, weil leider nicht jeder Mensch die Möglichkeit hat, das selbst zu tun. Und das hat mich auch dazu motiviert, dieses Buch zu schreiben. Heute ist Montag, der 4. November, und das Buch ist jetzt für 3 oder 4 Tage umsonst. Bitte ladet es euch, auch wenn es ihr erst später lesen wollt. Das Buch basiert auch auf dem uralten Buch aus den Veden, die Nada Brahma, die Lehre vom Klang, ist auch verlinkt. Wenn ihr das nicht kennt oder nie davon gehört habt, dann
würde ich euch dringend empfehlen, das zu lesen. Denn das ist ein viele tausend Jahre altes Buch, eine Weisheit, die darstellt, wie Klang auf uns wirkt. Des Weiteren gilt es zu berücksichtigen, dass zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg alle Kirchenglocken abgehängt und entfernt wurden. Und es wird uns erzählt, ja, man hat das Metall gebraucht für Waffen und so weiter. Das ist blanker Unsinn, denn eine Glocke besteht aus einem sehr weichen Material, meistens Bronze. Und Bronze kommt nirgendwo in der Waffenproduktion vor. Das Ganze hatte den realen Hintergrund, weil eine Glocke auch vermag, die Community, die Gemeinschaft, die Dorfgemeinschaft, die Stadtteilgemeinschaft zu verbinden, zu einen, zu heilen, zu harmonisieren, in eine bestimmte Frequenz zu bringen. Deshalb wurden im Krieg die Glocken abgehängt, nicht weil man mit diesem weichen Metall, meist Bronze, irgendetwas in der Waffenindustrie anfertigen konnte. Ich selbst bin ja auch ausgebildeter Klangschamane. Ich spiele Klangschalen und Gong und Didgeridoo und für mich selbst auch Synthesizer und Mundharmonika und so weiter. Und ich möchte euch mal sagen, ich bin ja auf der einen Seite ein Mensch, der natürlich sich der Tradition verpflichtet fühlt, aber eben nicht nur. Es ist doch letztendlich einem Klang egal, woraus er entsteht. Ein C ist ein C, ob du es auf der Gitarre oder auf der Geige oder auf der Querflöte spielst. Ein C ist ein C. Punkt. Ende. Eine Heilfrequenz ist eine Heilfrequenz, ob sie auf einer Klangschale vom Hess kommt oder auf einer Klangschale nach Annalise Wolff oder auf einer anderen, spielt gar keine Rolle. Das hat mich dazu ermutigt, mich auch intensivst mit dem Didgeridoo zu beschäftigen. Das Didgeridoo ist ja eigentlich gar kein Instrument. Es ist ja technisch gesprochen eine Resonanzröhre, ein Verstärker für die Geräusche, die dein Körper macht, sprich deine Stimmbänder, dein Mund, deine Zunge und so weiter. Das Didgeridoo ist original und traditionell aus Australien kommende, von den Termiten ausgehöhlter Baumstamm. Den habe ich natürlich auch. Ich habe zwei original termitische ausgehöhlte australische Didgeridoos. Aber irgendwann kam die Idee, es ist doch dem Klang egal, ob er jetzt von einer Birke, von einer Termiten ausgehöhlten Eukalyptus, von einer Buche oder von einer Ahorn verstärkt wird. Und ich habe angefangen, heimische Hölzer für Didgeridoo-Bau zu verwenden. Und habe das Spiel synchronisiert mit dem keltischen Baumkalender, dass wenn gerade die Energie des Ahorn ist oder der Buche oder der Eiche und ich wollte aus therapeutischen Gründen jemand bespielen, dann habe ich diesen Baum genommen und siehe da, oh Wunder, die Wirkung ist noch stärker, noch besser, noch heilsamer. Ja, wenn ihr Klang macht, sprich Klangschalen, Gong, Didgeridoo spielt, ein Klangstudio betreibt, schamanische Arbeit, Trommeln baut, Trommel spielt, Cembalo spielt, auch wenn er klassische Musik macht, ist es auf jeden Fall ein Muss, dieses Buch zu holen. Ihr müsst es ja nicht kaufen, ihr könnt es ja zu Zeitpunkten, wo es umsonst ist, holen. Wenn ihr ein Klangstudio, man ist es auch Pflicht, dieses Buch zu holen. Es ist ja dafür vorgesehen, dass ihr es auch mit eurem Stempel und eurem Aufkleber versehen könnt und euren Kunden geben, zum Beispiel für dritte oder fünfte Klangsession, weil ja mit dem Kunden immer was geschieht und dass er auch versteht, wie die Klänge bei ihm wirken. Dazu gibt es auch ein Kapitel über die Clark-Frequenzen. Die Clark-Frequenzen dienen ja speziell Hulda N. Clark, eine Medizinerin im klassischen Sinne, also eine Doktorin, hat herausgefunden,
dass jeder Parasit und jede Krankheit im Menschen eine spezifische Frequenz hat. Und jede Krankheit und jeder Parasit geht natürlich wie immer zwei Frequenzen mit einer Frequenz in Resonanz. Das heißt, Frequenzen gehen niemals achtlos aneinander vorbei, sondern haben immer eine Resonanz, sprich schaukeln sich auf, ergänzen sich, löschen sich und so weiter. Da gilt es zu berücksichtigen, was ist ein Tsunami? Ein Tsunami ist eigentlich nur eine Resonanz von zwei Wellen, wo Wellenberg auf Wellenberg kommt und sich somit die Wellenhöhe vervierfacht. Also ein Aufschaukeln der Frequenz. Moderne Flughäfen, insbesondere im asiatischen Raum, die ja moderner Technik mehr gegenüberstehen, mehr offen sind als wir, haben eine Schalldämpfung, die wie folgt funktioniert. Da startet ein Jumbojet, der 4x 140 bis 150 Dezibel Lautstärke aus den Triebwagen rausbrüllt und ihr hört fast gar nichts. Nur ein leises Säuseln, wie wenn ein Elektroflugzeug startet. Das Ganze liegt daran, dass im asiatischen Raum neue moderne Flughäfen in die Start- und Landebahn eingebaute Mikrofone haben und links und rechts der Start- und Landebahn große, starke Lautsprecherbatterien, die das Geräusch, was der Jumbo macht, wiederholen, um eine Phase versetzt, sodass Wellental auf Wellenberg kommt. Damit ist es im Prinzip ein leichtes Säuseln, ein leichtes Surren und damit funktioniert Schalldämpfung. Also lange Rede, kurzer Sinn, sich mit Schall, mit Tönen, mit Frequenzen zu beschäftigen, ist in eurem Sinne, denn alles ist Frequenz und es hat ja auch einen Grund, warum das im Mainstream nicht gelehrt wird, in Europa. Es gibt schon Länder, wo das gelehrt wird, aber in Europa ist das medizinische System zu stark mit Pharma und so weiter verbandelt über Kartelle und Bruderschaften und Logen und so weiter, so dass Alternativmedizinisches gerne unterdrückt wird. Das erkennt ihr ja auch daran, dass es Bemühungen gibt, die Homöopathie zu unterdrücken. Was ist denn Homöopathie? In dem Globally ist offizielle Lehre überhaupt kein Wirkstoff drin oder in so geringer Menge, dass er nicht messbar ist. Warum wirkt Homöopathie trotzdem? Weil die Schwingung drin ist, die Information des Wirkstoffs und auch ein Globuli ist eine Informationsübertragung. Du überträgst die Information von Belladonna oder Annika oder Nux Vomica. Ja. Und wenn schon Informationsübertragung, Schwingung, heilt, wenn es über ein 1 mm großes Zuckerkügelchen passiert, ist es schon mutig anzunehmen. Es geschieht nicht, wenn du dich in ein Resonanzfeld über gute Lautsprecher oder einen Kopfhörer von einer heilsamen Schwingung gibst. Lange Rede, kurzer Sinn. Holt euch dieses Buch. Lest dieses Buch, auch wenn ihr es jetzt nicht lesen könnt oder lesen wollt, weil ihr gerade beruflich eingespannt seid, holt es jetzt, wenn es gratis ist und empfehlt es, wenn ihr es gelesen habt und wenn es euch gut tut, tut mir bitte auch bei YouTube eine Sternenbewertung geben und folgt bitte auch den kostenlosen Links im Buch zu meiner YouTube Frequenz heiligst. Das heißt, wenn du Leberprobleme hast, du kannst doch nichts verlieren, wenn du dir Kopfhörer drauf tust und tust zweimal täglich 10 Minuten Leberfrequenz Meditation einziehen. Du hast nichts zu verlieren. Selbst die 10 Minuten Zeit verlierst du ja nicht, weil ja nicht nur die Leberfrequenz ist, sondern das auch mit schöner Instrumentalmusik und hinterlegt ist. Damit kannst du dich chillen und entspannen. Also probieren,
geht über Studieren. Nicht nur debattieren, sondern selbst an dir fühlen. Und Angebot an euch, ich bin ja als Informatiker technisch gut versiert und habe reichlich Möglichkeiten, Audiotechnik, Oszillatoren, Schwingungsgenerator, Aufnahmetechnik und so weiter. Solltet ihr ein spezifisches Leiden haben, wofür es eine Reif- oder Klagfrequenz gibt, aber die noch nicht auf meinem Kanal ist, bitte schreibt mir eine E-Mail, wenn es meine Zeit erlaubt, und die wird es irgendwann erlauben, vielleicht nicht sofort, dann mache ich so eine Meditation, denn mein Wunsch und meine Motivation ist zu helfen und zu heilen. Und alles im Leben hat einen Wert. Nicht alles im Leben hat einen Preis. Drum sage ich ja nicht, du musst mir 40 Euro geben, wenn ich dir so eine Frequenzmeditation mache. Ich sage, die Spirits, die Ahnen, die Götter, die Engel sehen das, dass ich aus guter Motivation etwas tue für die Mitmenschen, sprich heilsam und konstruktiv arbeite, im Sinne des Wetters, und an anderer Stelle führt das garantiert dazu, dass mich das Leben, die Spirits, die Götter, die Engel, die Ahnen begünstigen. Es gibt immer im Leben für alles einen Ausgleich. Nicht unmittelbar und sofort, aber der kommt. Und darum tut es gerne für euch. Ihr braucht zum Beispiel eine Organfrequenz, die es noch nicht auf meiner YouTube-Playlist gibt. Schreibt mich an, ich werde es bei Gelegenheit machen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich an, ich beantworte die gerne. Wenn ihr das Buch als Taschenbuch oder als Hardcover-Buch lesen wollt, dann kauft es, lest es, empfehlt es. Ich möchte dazu noch sagen, dass bei mir der Inhalt immer gleich ist. Das heißt, E-Book, Taschenbuch und Hardcover-Buch hat dieselbe Inhalt. Die Seitenanzahl-Differenz resultiert nicht aus anderem Inhalt oder gekürzten Inhalt, sondern aus anderem Seitenformat und anderer Formatierung. Das Taschenbuch ist immer dafür gemacht, um billig und erschwinglich zu sein. Kurzum, es ist auf Recyclingpapier gedruckt, in Schwarz-Weiß, um erschwinglich und billig zu sein. Das Hardcover-Buch ist immer dafür gemacht, schön und wertig zu sein, auf Premiumpapier, in Farbdruck. Damit wird es natürlich teurer, aber es ist auch schöner. Je nachdem, was ihr wollt, wollt ihr es umsonst, Taschenbuch, Kindle, E-Book. Wollt es günstig, Taschenbuch, wollt es schön und werde, gedrucktes Hardcoverbuch. Ja, in diesem Sinne, euer Autor Egon Schmidt. Danke, danke, danke. Gehabt euch wohl. Und wie ihr ja wisst oder auch nicht wisst, habe ich ja genügend Messinstrumente zu Hause. Das führende Messinstrument, welches unglaublich gutes, ehrliches Feedback gibt und vor allem total unvoreingenommen empfänglich für Schwingungen ist, ist ein Kind. Lass mich nicht die Tschirdou spiele oder den Madodam spiele oder Gong oder was immer, kommt meine kleine Tochter und legt sich in das Feld des Instrumentes, um quasi ein Klangbad zu nehmen. Ja, wenn ihr gute Lautsprecher habt, könnt ihr auch das mit eurem Kind versuchen. Ihr könnt eurem Kind ein Klangbad zukommen lassen. Ihr könnt auch einen guten Musiklautsprecher oder Kopfhörer nehmen. Ich sage bewusst, guten Musikkopfhörer, denn so ein Skype-Headset oder so in der Größenordnung 10 Euro China-Ramsch tut manchmal untere und obere Frequenzen nicht sauber darstellen und wird die Wirkung, ich sage jetzt mal, nicht eliminiert, aber minimiert, weil nicht frequenzstabil. Also gönnt euch wenigstens einen ordentlichen, guten, stabilen Kopfhörer, zum Beispiel von dem deutschen Hersteller Sennheiser. Die gibt es ab 30 Euro. Ich meine, 30 Euro habt ihr hocki zocki Zuzahlung in der Apotheke. Da könnt ihr euch auch einen guten Musikkopfhörer oder Headset holen von Sennheiser oder andere und könnt
die Wirkung der Klangfrequenz besser, stärker in euch reinlassen. In diesem Sinne, alles ist Liebe, euer Autor Egon Schmidt. Danke, danke, danke. Ja, hallo, ich bin Egon Schmidt, der Autor von diesem Buch. Dieses Buch ist mir ein sehr großer Herzenswunsch, denn es ist ja ein exotisches Thema, was sich nicht unbedingt im Mainstream befindet und hohe Zugriffswerte oder hohe Verkaufswerte realisiert. Nichtsdestotrotz wollte es geschrieben werden, hat ganz fest in mir geschrien, lass mich raus. Ich möchte als allererstes dazu sagen, es ist weder im Buch noch im Film irgendeine Art von Affiliate-Link, von konkreter Empfehlung, von einem Lieferant oder Klangschale oder Gong oder Gerät oder was immer auch. Das ist extra so gemacht, denn das Buch ist dafür gedacht, dass es auch Klangstudios, Schamanen, Klangschalenspieler und so weiter verwenden können für ihre Kunden, um ihre Kunden aufzuklären, wie Klangheilung funktioniert und wie Frequenzheilung funktioniert. Drum ist keinerlei Empfehlung drin, denn vielleicht finde ich die Klangschale X gut und er ist selber Y oder er arbeitet lieber mit Gong und so weiter. Also das Buch ist für jeden geeignet, für Privatmann, aber mehr noch für Klangstudiobetreiber, für Klangheiler, für Klangschamanen, für Schamanen generell, für Trommler, für Dirigibelspieler und so weiter und so weiter. Auslöser von diesem Buch war, dass ich in Zeiten von C, ich will das Unwort gar nicht aussprechen, von C und dieser unsäglichen C-Spritze, die will ich jetzt auch gar nicht Impfung nennen, viel mit Menschen zu tun hat, die massive Probleme hatte. Massive Probleme meist mit einem oder mehreren Organen, zum Beispiel, dass die Nieren oder die Leber ganz schlecht arbeiten oder das Herz zur Entzündung neigt oder was immer auch. Und ich hatte ja schon immer ein Satz Organstimmgabeln. Das heißt, wo man mit einer Stimmgabel ein spezifisches Organ unterstützen und heilen kann. Und ich habe diese Organstimmgabeln bespielt für diese Menschen, kostenlos und ehrenamtlich, teilweise sogar ausgeliehen, gesagt, nimm sie mit nach Hause und spiele ein oder zwei Wochen. Und in allen Fällen trat Besserung an. Drum habe ich in meinem YouTube-Kanal, das ist im Buch verlinkt, alle wesentlichen Organfrequenzen, die in den Stimmgabeln sind, als Meditation aufgenommen für dieses Organ und habe es kostenlos zum sich selbst bespielen angeboten. Ja, dazu muss man natürlich berücksichtigen, dass Organ im Sinne von Zellklumpen, also quasi Zellen, die sich organisieren, um eine gemeinsame Aufgabe zu erfüllen, das Wort Organ in die Übersetzer eingegeben, heißt ja auch Orgel. Das heißt, die Sprache impliziert ja schon, dass wir kleine Orgeln, Organe in uns haben, die eine dedizierte Stimmung abgeben. Ja, ich habe für diese Organfrequenzen, für diese Frequenzheilung, die ich bei YouTube gemacht habe, sehr, sehr gutes Feedback bekommen, dass wirklich die Nieren oder die Leber oder was immer auch gestärkt und entlastet wurde. Und das hat mich ermutigt und motiviert, das weiterzumachen. Weil leider nicht jeder Mensch die Möglichkeit hat, das selbst zu tun. Und das hat mich auch dazu motiviert, dieses Buch zu schreiben. Heute ist Montag, der 4. November und das Buch ist jetzt für 3 oder 4 Tage umsonst. Bitte ladet es euch, auch wenn es ihr erst später lesen wollt. Das Buch basiert auch auf dem uralten Buch aus den Veden, die Nada Brahma, die Lehre
vom Klang, ist auch verlinkt. Wenn ihr das nicht kennt oder nie davon gehört habt, dann würde ich euch dringend empfehlen, das zu lesen. Denn das ist ein viele tausend Jahre altes Buch, eine Weisheit, die darstellt, wie Klang auf uns wirkt. Des Weiteren gilt es zu berücksichtigen, dass zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg alle Kirchenglocken abgehängt und entfernt wurden. Und es wird uns erzählt, ja, man hat das Metall gebraucht für Waffen und so weiter. Das ist blanker Unsinn, denn eine Glocke besteht aus einem sehr weichen Material, meistens Bronze. Und Bronze kommt nirgendwo in der Waffenproduktion vor. Das Ganze hatte den realen Hintergrund, weil eine Glocke auch vermag, die Community, die Gemeinschaft, die Dorfgemeinschaft, die Stadtteilgemeinschaft zu verbinden, zu einen, zu heilen, zu harmonisieren, in eine bestimmte Frequenz zu bringen. Deshalb wurden im Krieg die Glocken abgehängt, nicht weil man mit diesem weichen Metall, meist Bronze, irgendetwas in der Waffenindustrie anfertigen konnte. Ich selbst bin ja auch ausgebildeter Klangschamane. Ich spiele Klangschalen und Gong und Didgeridoo und für mich selbst auch Synthesizer und Mundharmonika und so weiter. Und ich möchte euch mal sagen, ich bin ja auf der einen Seite ein Mensch, der natürlich sich der Tradition verpflichtet fühlt, aber eben nicht nur. Es ist doch letztendlich einem Klang egal, woraus er entsteht. Ein C ist ein C. Ob du es auf der Gitarre oder auf der Geige oder auf der Querflöte spielst, ein C ist ein C. Punkt. Ende. Eine Heilfrequenz ist eine Heilfrequenz, ob sie auf einer Klangschale vom Hess kommt oder auf einer Klangschale nach Adalys Wolf oder auf einer anderen, spielt gar keine Rolle. Das hat mich dazu ermutigt, mich auch intensiv mit dem Didgeridoo zu beschäftigen. Das Didgeridoo ist ja eigentlich gar kein Instrument. Es ist ja technisch gesprochen eine Resonanzröhre, ein Verstärker für die Geräusche, die dein Körper macht, sprich deine Stimmbänder, dein Mund, deine Zunge und so weiter. Das Didgeridoo ist original und traditionell aus Australien kommende, von den Termiten ausgehöhlter Baumstamm. Den habe ich natürlich auch. Ich habe zwei original termitische ausgehöhlte australische Didgeridoos. Aber irgendwann kam die Idee, es ist doch dem Klang egal, ob er jetzt von einer Birke, von einer Termiten ausgehöhlten Eukalyptus, von einer Buche oder von einer Ahorn verstärkt wird. Und ich habe angefangen, heimische Hölzer für Didgeridoo-Bau zu verwenden und habe das Spiel synchronisiert mit dem keltischen Baumkalender, dass wenn gerade die Energie des Ahorn ist oder der Buche oder der Eiche und ich wollte aus therapeutischen Gründen jemand bespielen, dann habe ich diesen Baum genommen und siehe da, oh Wunder, die Wirkung ist noch stärker, noch besser, noch heilsamer. Ja, wenn ihr Klang macht, sprich Klangschalen, Gong, Didgeridoo spielt, ein Klangstudio betreibt, schamanische Arbeit, Trommeln baut, Trommel spielt, Djembe spielt, auch wenn ihr klassische Musik macht, ist es auf jeden Fall ein Muss, dieses Buch zu holen. Ihr müsst es ja nicht kaufen, ihr könnt es zu Zeitpunkten, wo es umsonst ist, holen. Wenn ihr ein Klangstudio betreibt, ist es auch Pflicht, dieses Buch zu holen. Es ist ja dafür vorgesehen, dass ihr es auch mit eurem Stempel und eurem Aufkleber versehen könnt und euren Kunden geben, zum Beispiel für die dritte oder fünfte Klangsession, weil ja mit dem Kunde immer was geschieht und dass er auch versteht, wie die Klänge bei ihm wirken. Dazu gibt es auch ein Kapitel über die Clark-Frequenzen. Die Clark-Frequenzen dienen ja speziell Hulda
N. Clark, eine Medizinerin im klassischen Sinne, also eine Doktorin, hat herausgefunden, dass jeder Parasit und jede Krankheit im Menschen eine spezifische Frequenz hat. Und jede Krankheit und jeder Parasit geht natürlich wie immer zwei Frequenzen mit einer Frequenz in Resonanz. Das heißt, Frequenzen gehen niemals achtlos aneinander vorbei, sondern haben immer eine Resonanz, sprich schaukeln sich auf, ergänzen sich, löschen sich und so weiter. Da gilt es zu berücksichtigen, was ist ein Tsunami? Ein Tsunami ist eigentlich nur eine Resonanz von zwei Wellen, wo Wellenberg auf Wellenberg kommt und sich somit die Wellenhöhe vervierfacht. Also ein Aufschaukeln der Frequenz. Moderne Flughäfen, insbesondere im asiatischen Raum, die ja moderner Technik mehr gegenüberstehen, mehr offen sind als wir, haben eine Schalldämpfung, die wie folgt funktioniert. Da startet ein Jumbojet, der 4x 140 bis 150 Dezibel Lautstärke aus den Triebwagen rausbrüllt und ihr hört fast gar nichts. Nur ein leises Säuseln, wie wenn ein Elektroflugzeug startet. Das Ganze liegt daran, dass im asiatischen Raum neue moderne Flughäfen in die Start- und Landebahn eingebaute Mikrofone haben und links und rechts der Start- und Landebahn große, starke Lautsprecherbatterien, die das Geräusch, was der Jumbo macht, wiederholen, um eine Phase versetzt, sodass Wellental auf Wellenberg kommt. Damit ist es im Prinzip ein leichtes Säuseln, ein leichtes Surren und damit funktioniert Schalldämpfung. Also lange Rede, kurzer Sinn, sich mit Schall, mit Tönen, mit Frequenzen zu beschäftigen, ist in eurem Sinne, denn alles ist Frequenz und es hat ja auch einen Grund, warum das im Mainstream nicht gelehrt wird, in Europa. Es gibt schon Länder, wo das gelehrt wird, aber in Europa ist das medizinische System zu stark mit Pharma und so weiter verbandelt, über Kartelle und Bruderschaften und Logen und so weiter, so dass Alternativmedizinisches gerne unterdrückt wird. Das erkennt ihr ja auch daran, dass es Bemühungen gibt, die Homöopathie zu unterdrücken. Was ist denn Homöopathie? In dem Globally ist doch, ist offizielle Lehre, überhaupt kein Wirkstoff drin oder in so geringer Menge, dass er nicht messbar ist. Warum wirkt Homöopathie trotzdem? Weil die Schwingung drin ist, die Information des Wirkstoffs und auch ein Globuli ist eine Informationsübertragung. Du überträgst die Information von Belladonna oder Annika oder Nux Vomica. Ja. Und wenn schon Informationsübertragung, Schwingung, heilt, wenn es über ein 1 mm großes Zuckerkügelchen passiert, ist es schon mutig anzunehmen. Es geschieht nicht, wenn du dich in ein Resonanzfeld über gute Lautsprecher oder ein Kopfhörer von einer heilsamen Schwingung gibst. Lange Rede, kurzer Sinn, holt euch dieses Buch. Lest dieses Buch, auch wenn ihr es jetzt nicht lesen könnt oder lesen wollt, weil ihr gerade beruflich eingespannt seid, holt es jetzt, wenn es gratis ist und empfehlt es, wenn ihr es gelesen habt und wenn es euch gut tut, tut mir bitte auch bei YouTube eine Sternenbewertung geben und folgt bitte auch den kostenlosen Links im Buch zu meiner YouTube Frequenz heiligst. Das heißt, wenn du Leberprobleme hast, du kannst doch nichts verlieren, wenn du dir Kopfhörer drauf tust und tust zweimal täglich 10 Minuten Leberfrequenz Meditation einziehen. Du hast nichts zu verlieren. Selbst die 10 Minuten Zeit verlierst du ja nicht, weil ja nicht nur die Leberfrequenz ist, sondern
das auch mit schöner Instrumentalmusik und hinterlegt ist. Damit kannst du dich chillen und entspannen. Also probieren geht über studieren. Nicht nur debattieren, sondern selbst an dir fühlen. Und Angebot an euch. Ich bin ja als Informatiker technisch gut versiert und habe reichlich Möglichkeiten. Audiotechnik, Oszillatoren, Schwingungsgenerator, Aufnahmetechnik und so weiter. Solltet ihr ein spezifisches Leiden haben, wofür es eine Reif- oder Klagfrequenz gibt, aber die noch nicht auf meinem Kanal ist, bitte schreibt mir eine E-Mail, wenn es meine Zeit erlaubt, und die wird es irgendwann erlauben, vielleicht nicht sofort, dann mache ich so eine Meditation, denn mein Wunsch und meine Motivation ist zu helfen und zu heilen. Und alles im Leben hat einen Wert. Nicht alles im Leben hat einen Preis. Drum sage ich ja nicht, du musst mir 40 € geben, wenn ich dir so eine Frequenzmeditation mache. Ich sage, die Spirits, die Ahnen, die Götter, die Engel sehen das, dass ich aus guter Motivation etwas tue für die Mitmenschen, sprich heilsam und konstruktiv arbeite im Sinne des Wetters. Und an anderer Stelle führt das garantiert dazu, dass mich das Leben, die Spirits, die Götter, die Engel, die Ahnen begünstigen. Es gibt immer im Leben für alles einen Ausgleich. Nicht unmittelbar und sofort, aber der kommt. Und darum tut es gerne für euch. Ihr braucht zum Beispiel eine Organfrequenz, die es noch nicht auf meiner YouTube-Playliste gibt. Schreibt mich an, ich werde es bei Gelegenheit machen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich an, ich beantworte die gerne. Wenn ihr das Buch als Taschenbuch oder als Hardcover-Buch lesen wollt, dann kauft es, lest es, empfehlt es. Ich möchte dazu noch sagen, dass bei mir der Inhalt immer gleich ist. Das heißt, E-Book, Taschenbuch und Hardcover-Buch hat dieselbe Inhalt. Die Seitenanzahl-Differenz resultiert nicht aus anderem Inhalt oder gekürzten Inhalt, sondern aus anderem Seitenformat und anderer Formatierung. Das Taschenbuch ist immer dafür gemacht, um billig und erschwinglich zu sein. Kurzum, es ist auf Recyclingpapier gedruckt, in Schwarz-Weiß, um erschwinglich und billig zu sein. Das Hardcover-Buch ist immer dafür gemacht, schön und wertig zu sein, auf Premiumpapier in Farbdruck. Damit wird es natürlich teurer, aber es ist auch schöner. Je nachdem, was ihr wollt, wollt ihr es umsonst, Taschenbuch, Kindle, E-Book. Wollt ihr es günstig, Taschenbuch, wollt ihr schön und wertig, gedrucktes Hardcover-Buch. Ja, in diesem Sinne, euer Autor Egon Schmidt. Danke, danke, danke. Gehabt euch wohl. Und wie ihr ja wisst oder auch nicht wisst, habe ich ja genügend Messinstrumente zu Hause. Das führende Messinstrument, welches unglaublich gutes, ehrliches Feedback gibt und vor allem total unvoreingenommen empfänglich für Schwingungen ist, ist ein Kind. Das, wenn ich die Tschadu spiele oder den Madhurdam spiele oder Gong oder was immer, kommt meine kleine Tochter und legt sich in das Felde des Instrumentes, um quasi ein Klangbad zu nehmen. Ja, wenn ihr gute Lautsprecher habt, könnt ihr auch das mit eurem Kind versuchen. Ihr könnt eurem Kind ein Klangbad zukommen lassen. Ihr könnt auch einen guten Musiklautsprecher oder Kopfhörer nehmen. Ich sage bewusst guten Musik. Kopfhörer, denn so ein Skype-Headset oder so in der Größenordnung 10 € China-Ramsch tut manchmal untere und obere Frequenzen nicht sauber darstellen und die wird die Wirkung, ich sage jetzt mal nicht eliminiert, aber minimiert, weil nicht frequenzstabil. Also gönnt euch wenigstens einen ordentlichen, guten, stabilen Kopfhörer, zum Beispiel von dem deutschen Hersteller Sennheiser. Die gibt es ab 30 €.
Ich meine, 30 Euro habt ihr auch rucki-zucki Zuzahlung in der Apotheke. Da könnt ihr euch auch einen guten Musikkopfhörer oder Headset holen von Sennheiser oder andere und könnt die Wirkung der Klangfrequenz besser, stärker in euch reinlassen. In diesem Sinne, alles ist Liebe, euer Autor Egon Schmidt. Danke, danke, danke. Ja, hallo, ich bin Egon Schmidt, der Autor von diesem Buch. Dieses Buch ist mir ein sehr großer Herzenswunsch, denn es ist ja ein exotisches Thema, was sich nicht unbedingt im Mainstream befindet und hohe Zugriffswerte oder hohe Verkaufswerte realisiert. Nichtsdestotrotz wollte es geschrieben werden, hat ganz fest in mir geschrien: Lass mich raus, lass mich raus. Ich möchte als allererstes dazu sagen, es ist weder im Buch noch im Film irgendeine Art von Affiliate-Link, von konkreter Empfehlung, von einem Lieferant oder Klangschale oder Gong oder Gerät oder was immer auch. Das ist extra so gemacht, denn das Buch ist dafür gedacht, dass es auch Klangstudios, Schamanen, Klangschalenspieler und so weiter verwenden können für ihre Kunden, um ihre Kunden aufzuklären, wie Klangheilung funktioniert und wie Frequenzheilung funktioniert. Drum ist keinerlei Empfehlung drin, denn vielleicht finde ich die Klangschale X gut und er ist selber Y oder er arbeitet lieber mit Gong und so weiter. Also das Buch ist für jeden geeignet, für Privatmann, aber mehr noch für Klangstudiobetreiber, für Klangheiler, für Klangschamanen, für Schamanen generell, für Trommler, für Didgeridoo-Spieler und so weiter und so weiter. Auslöser von diesem Buch war, dass ich in Zeiten von C, ich will das Unwort gar nicht aussprechen, von C und dieser unsäglichen C-Spritze, die will ich jetzt auch gar nicht Impfung nennen, viel mit den Menschen zu tun hat, die massive Probleme hatte. Massive Probleme meist mit einem oder mehreren Organen, zum Beispiel, dass die Nieren oder die Leber ganz schlecht arbeiten oder das Herz zur Entzündung neigt oder was immer auch. Und ich hatte ja schon immer ein Satzorgan-Stimmgabeln. Das heißt, wo man mit einer Stimmgabel ein spezifisches Organ unterstützen und heilen kann. Und ich habe diese Organstimmgabeln bespielt für diese Menschen, kostenlos und ehrenamtlich, teilweise sogar ausgeliehen, gesagt, nimm sie mit nach Hause und spiele ein oder zwei Worte. Und in allen Fällen trat Besserung an. Drum habe ich in meinem YouTube-Kanal, das ist im Buch verlinkt, alle wesentlichen Organfrequenzen, die in den Stimmgabeln sind, als Meditation aufgenommen für dieses Organ und habe es kostenlos zum sich selbst bespielen angeboten. Ja, dazu muss man natürlich berücksichtigen, dass Organ im Sinne von Zellklumpen, also quasi Zellen, die sich organisieren, um eine gemeinsame Aufgabe zu erfüllen, das Wort Organ in Übersetzer eingegeben, heißt ja auch Orgel. Das heißt, die Sprache impliziert ja schon, dass wir kleine Orgeln, Organe in uns haben, die eine dezidierte Stimmung abgeben. Ja, ich habe für diese Organfrequenzen, für diese Frequenzheilung, die ich bei YouTube gemacht habe, sehr, sehr gutes Feedback bekommen, dass wirklich die Nieren oder die Leber oder was immer gestärkt und entlastet wurde. Und das hat mich ermutigt und motiviert, das weiterzumachen, weil leider nicht jeder Mensch die Möglichkeit hat, das selbst zu tun. Und das hat mich auch dazu motiviert, dieses Buch zu schreiben. Heute ist Montag, der 4. November, und das Buch ist jetzt für 3 oder 4 Tage umsonst
Bitte ladet's euch, auch wenn es ihr erst später lesen wollt. Das Buch basiert auch auf dem uralten Buch aus den Veden, die Nada Brahma. Die Lehre vom Klang ist auch verlinkt. Wenn ihr das nicht kennt oder nie davon gehört habt, dann würde ich euch dringend empfehlen, das zu lesen. Denn das ist ein viele tausend Jahre altes Buch, eine Weisheit, die darstellt, wie Klang auf uns wirkt. Des Weiteren gilt es zu berücksichtigen, dass zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg alle Kirchenglocken abgehängt und entfernt wurden. Und es wird uns erzählt, ja, man hat das Metall gebraucht für Waffen und so weiter. Das ist blanker Unsinn, denn eine Glocke besteht aus einem sehr weichen Material, meistens Bronze. Und Bronze kommt nirgendwo in der Waffenproduktion vor. Das Ganze hatte den realen Hintergrund, weil eine Glocke auch vermag, die Community, die Gemeinschaft, die Dorfgemeinschaft, die Stadtteilgemeinschaft zu verbinden, zu einen, zu heilen, zu harmonisieren, in eine bestimmte Frequenz zu bringen. Deshalb wurden im Krieg die Glocken abgehängt, nicht weil man mit diesem weichen Metall, meist Bronze, irgendetwas in der Waffenindustrie anfertigen konnte. Ich selbst bin ja auch ausgebildeter Klangschamane. Ich spiele Klangschalen und Gong und Didgeridoo und für mich selbst auch Synthesizer und Mundharmonika und so weiter. Und ich möchte euch mal sagen, ich bin ja auf der einen Seite ein Mensch, der natürlich sich der Tradition verpflichtet fühlt, aber eben nicht nur. Es ist doch letztendlich einem Klang egal, woraus er entsteht. Ein C ist ein C, ob du es auf der Gitarre oder auf der Geige oder auf der Querflöte spielst, ein C ist ein C. Punkt. Ende. Eine Heilfrequenz ist eine Heilfrequenz, ob sie auf einer Klangschale vom Hess kommt oder auf einer Klangschale nach Adalys Wolf oder auf einer anderen, spielt gar keine Rolle. Das hat mich dazu ermutigt, mich auch intensivst mit dem Didgeridoo zu beschäftigen. Das Didgeridoo ist ja eigentlich gar kein Instrument. Es ist ja technisch gesprochen eine Resonanzröhre, ein Verstärker für die Geräusche, die dein Körper macht, sprich deine Stimmbänder, dein Mund, deine Zunge und so weiter. Das Didgeridoo ist original und traditionell aus Australien kommende, von den Termiten ausgehöhlter Baumstamm. Den habe ich natürlich auch. Ich habe zwei original termitische ausgehöhlte australische Didgeridoos. Aber irgendwann kam die Idee, es ist doch dem Klang egal, ob er jetzt von einer Birke, von einer Termiten ausgehöhlten Eukalyptus, von einer Buche oder von einer Ahorn verstärkt wird. Und ich habe angefangen, heimische Hölzer für Didgeridoo-Bau zu verwenden und habe das Spiel synchronisiert mit dem keltischen Baumkalender, dass wenn gerade die Energie des Ahorn ist oder der Buche oder der Eiche und ich wollte aus therapeutischen Gründen jemand bespielen, dann habe ich diesen Baum genommen und siehe da, oh Wunder, die Wirkung ist noch stärker, noch besser, noch heilsamer. Ja, wenn ihr Klang macht, sprich Klangschalen, Gong, Didgeridoo spielt, ein Klangstudio betreibt, schamanische Arbeit, Trommeln baut, Trommel spielt, Djembe spielt, auch wenn er klassische Musik macht, ist es auf jeden Fall ein Muss, dieses Buch zu holen. Ihr müsst es ja nicht kaufen, ihr könnt es ja zu Zeitpunkten, wo es umsonst ist, holen. Wenn ihr ein
lang Studium verlangt, ist es auch Pflicht, dieses Buch zu holen. Es ist ja dafür vorgesehen, dass ihr es auch mit eurem Stempel und eurem Aufkleber versehen könnt und euren Kunden geben, zum Beispiel für die dritte oder fünfte Klangsession, weil ja mit dem Kunde immer was geschieht und dass er auch versteht, wie die Klänge bei ihm wirken. Dazu gibt es auch ein Kapitel über die Clark-Frequenzen. Die Clark-Frequenzen dienen ja speziell Hulda N. Clark, eine Medizinerin im klassischen Sinne, also eine Doktorin, hat herausgefunden, dass jeder Parasit und jede Krankheit im Menschen eine spezifische Frequenz hat. Und jede Krankheit und jeder Parasit geht natürlich wie immer zwei Frequenzen mit einer Frequenz in Resonanz. Das heißt, Frequenzen gehen niemals achtlos aneinander vorbei, sondern haben immer eine Resonanz, sprich schaukeln sich auf, ergänzen sich, löschen sich und so weiter. Da gilt es zu berücksichtigen, was ist ein Tsunami? Ein Tsunami ist eigentlich nur eine Resonanz von zwei Wellen, wo Wellenberg auf Wellenberg kommt und sich somit die Wellenhöhe vervierfacht. Also ein Aufschaukeln der Frequenz. Moderne Flughäfen, insbesondere im asiatischen Raum, die ja moderner Technik mehr gegenüberstehen, mehr offen sind als wir, haben eine Schalldämpfung, die wie folgt funktioniert. Da startet ein Jumbojet, der 4x 140 bis 150 Dezibel Lautstärke aus den Triebwagen rausbrüllt und ihr hört fast gar nichts. Nur ein leises Säuseln, wie wenn ein Elektroflugzeug startet. Das Ganze liegt daran, dass im asiatischen Raum neue moderne Flughäfen in die Start- und Landebahn eingebaute Mikrofone haben und links und rechts der Start- und Landebahn große, starke Lautsprecherbatterien, die das Geräusch, was der Jumbo macht, wiederholen, um eine Phase versetzt, sodass Wellental auf Wellenberg kommt. Damit ist es im Prinzip ein leichtes Säuseln, ein leichtes Surren und damit funktioniert Schalldämpfung. Also lange Rede, kurzer Sinn, sich mit Schall, mit Tönen, mit Frequenzen zu beschäftigen, ist in eurem Sinne, denn alles ist Frequenz und es hat ja auch einen Grund, warum das im Mainstream nicht gelehrt wird, in Europa. Es gibt schon Länder, wo das gelehrt wird, aber in Europa ist das medizinische System zu stark mit Pharma und so weiter verbandelt über Kartelle und Bruderschaften und Logen und so weiter, so dass Alternativmedizinisches gerne unterdrückt wird. Das erkennt ihr ja auch daran, dass es Bemühungen gibt, die Homöopathie zu unterdrücken. Was ist denn Homöopathie? In dem Globally ist doch, ist offizielle Lehre, überhaupt kein Wirkstoff drin oder in so geringer Menge, dass er nicht messbar ist. Warum wirkt Homöopathie trotzdem? Weil die Schwingung drin ist, die Information des Wirkstoffs und auch ein Globuli ist eine Informationsübertragung. Du überträgst die Information von Belladonna oder Annika oder Nux Vomica. Ja. Und wenn schon Informationsübertragung, Schwingung heilt, wenn es über ein 1 mm großes Zuckerkügelchen passiert, ist es schon mutig anzunehmen. Es geschieht nicht, wenn du dich in ein Resonanzfeld über gute Lautsprecher oder einen Kopfhörer von einer heilsamen Schwingung gibst. Lange Rede, kurzer Sinn. Holt euch dieses Buch. Lest dieses Buch, auch wenn ihr es jetzt nicht lesen könnt oder lesen wollt, weil ihr gerade beruflich eingespannt seid. Holt es jetzt, wenn es gratis ist. Und empfehlt es, wenn ihr es gelesen habt und wenn es euch gut tut. Tut mir bitte auch bei YouTube eine Sternenbewertung geben. Und
Folgt bitte auch den kostenlosen Links im Buch zu meiner YouTube-Frequenz-Highlist. Das heißt, wenn du Leberprobleme hast, du kannst doch nichts verlieren, wenn du dir Kopfhörer drauf tust und tust zweimal täglich 10 Minuten Leberfrequenz. Meditation einsehen, du hast nichts zu verlieren. Selbst die 10 Minuten Zeit verlierst du ja nicht, weil ja nicht nur die Leberfrequenz ist, sondern das auch mit schöner Instrumentalmusik und hinterlegt ist. Damit kannst du dich chillen und entspannen. Also probieren geht über studieren. Nicht nur debattieren, sondern selbst an dir fühlen und Angebot an euch. Ich bin ja als Informatiker technisch gut versiert und habe reichlich Möglichkeiten. Audiotechnik, Oszillatoren, Schwingungsgenerator, Aufnahmetechnik und so weiter. Solltet ihr ein spezifisches Leiden haben, wofür es eine Reif- oder Klagfrequenz gibt, aber die noch nicht auf meinem Kanal ist, bitte schreibt mir eine E-Mail. Wenn es meine Zeit erlaubt, und die wird es irgendwann erlauben, vielleicht nicht sofort, dann mache ich so eine Meditation, denn mein Wunsch und meine Motivation ist zu helfen und zu heilen. Und alles im Leben hat einen Wert. Nicht alles im Leben hat einen Preis. Drum sage ich ja nicht, du musst mir 40 Euro geben, wenn ich dir so eine Frequenzmeditation mache. Ich sage, die Spirits, die Ahnen, die Götter, die Engel sehen das, dass ich aus guter Motivation etwas tue für die Mitmenschen, sprich heilsam und konstruktiv arbeite, im Sinne des Wetters. Und an anderer Stelle führt das garantiert dazu, dass mich das Leben, die Spirits, die Götter, die Engel, die Ahnen begünstigen. Es gibt immer im Leben für alles einen Ausgleich. Nicht unmittelbar und sofort, aber der kommt. Und darum tut es gerne für euch. Ihr braucht zum Beispiel eine Organfrequenz, die es noch nicht auf meiner YouTube-Playlist gibt. Schreibt mich an, ich werde es bei Gelegenheit machen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich an, ich beantworte die gerne. Wenn ihr das Buch als Taschenbuch oder als Hardcover-Buch lesen wollt, dann kauft es, lest es, empfehlt es. Ich möchte dazu noch sagen, dass bei mir der Inhalt immer gleich ist. Das heißt, E-Book, Taschenbuch und Hardcover-Buch hat dieselbe Inhalt. Die Seitenanzahl-Differenz resultiert nicht aus anderem Inhalt oder gekürzten Inhalt, sondern aus anderem Seitenformat und anderer Formatierung. Das Taschenbuch ist immer dafür gemacht, um billig und erschwinglich zu sein. Kurzum, es ist auf Recyclingpapier gedruckt, in Schwarz-Weiß, um erschwinglich und billig zu sein. Das Hardcover-Buch ist immer dafür gemacht, schön und wertig zu sein, auf Premiumpapier, in Farbdruck. Damit wird es natürlich teurer, aber es ist auch schöner. Je nachdem, was ihr wollt, wollt ihr es umsonst, Taschenbuch, Kindle, E-Book. Wollt es günstig, Taschenbuch, wollt es schön und wertig, gedrucktes Hardcover-Buch. Ja, in diesem Sinne, euer Autor Egon Schmidt. Danke, danke, danke. Gehabt euch wohl. Und wie ihr ja wisst oder auch nicht wisst, habe ich ja genügend Messinstrumente zu Hause. Das führende Messinstrument, welches unglaublich gutes, ehrliches Feedback gibt und vor allem total unvoreingenommen empfänglich für Schwingungen ist, ist ein Kind. Lass, wenn ich die Tschirdou spiele oder den Madodam spiele oder Gong oder was immer, kommt meine kleine Tochter und legt sich in das Feld des Instrumentes, um quasi ein Klangbad zu nehmen. Ja, wenn ihr gute Lautsprecher habt, könnt ihr auch das mit eurem Kind versuchen. Ihr könnt eurem Kind ein Klangbad zukommen lassen. Ihr könnt auch einen guten Musiklautsprecher oder Kopfhörer nehmen. Ich sage bewusst, guten Musikkopfhörer.
Denn so ein Skype-Headset oder so in der Größenordnung 10 Euro Chinaramsch tut manchmal untere und obere Frequenzen nicht sauber darstellen und wird die Wirkung, ich sage jetzt mal nicht eliminiert, aber minimiert, weil nicht frequenzstabil. Also gönnt euch wenigstens einen ordentlichen, guten, stabilen Kopfhörer, zum Beispiel von dem deutschen Hersteller Sennheiser. Die gibt es ab 30 Euro. Ich meine, 30 Euro habt ihr auch rucki-zucki Zuzahlung in der Apotheke. Da könnt ihr euch auch einen guten Musikkopfhörer oder Headset holen von Sennheiser oder andere und könnt die Wirkung der Klangfrequenz besser, stärker in euch reinlassen. In diesem Sinne, alles ist Liebe, euer Autor Egon Schmidt. Danke, danke, danke.